Hallo, guten Tag. Wir reden heute ein bisschen Walisch. Ich habe mir überlegt, ich rede heute den ganzen Tag Walisch, weil bei Findet Nemo redet Dory ja genauso. Das fand ich eigentlich echt cool. Okay. Ich durchforste gerade hier ein bisschen meinen Fahrzeugschein. Gerade unter Niklas gestaunt, dass ich hier so viele Beipackzettel habe. Das ist fast wie so eine Anleitung, wenn du von der Apotheke hier Aspirin-Komplex holst. Wie so ein Beipackzettel, was du alles für Nebenwirkungen hast. Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich freue mich halt sehr, dass ihr hier seid. Und wir heute wieder was Schönes schrauben, was Schönes, Cooles machen. Ich hatte schon seit Wochen, warte ich drauf und freue mich drauf, dass wir nicht loslegen können. Wir kümmern uns heute um unseren neuen A6, den wir bei uns haben. Da liegen schon seit Wochen die Gewindefedern hier von ST oder Kabi. Ist ja beides dasselbe eigentlich. Und von Levella gibt es ein paar schöne 21 Zoll Felgen. Das war auch sehr, sehr schwierig, da Felgen zu finden. Und ja, Reifen ist auch schwierig gewesen, da was Passendes zu finden, weil der Kollege halt recht schwer ist. Aber naja. War halt auch wirklich eine Heldendiskussion. Könnt ihr mal kurz rumkommen? Da kann ich dir mal die, die Felgen zeigen. Also es war die ganze Zeit die Überlegung, ob wir Rotiform drauf machen. Ich hatte auch mal Bock auf Rotiform Felgen. Ja, die 22 Zoller, die die haben, die finde ich eigentlich auch richtig, richtig sexy. Gibt es das Bild jetzt auch in groß? Hier. Die finde ich richtig geil. Also die optisch machen die richtig einher. Das sind ja 22 Zoll. Gibt es halt auch hier für unseren Lochkreis. Aber habe ich mich mit vielen Leuten unterhalten, die auch schon so ein A6 fahren, auch auf, mit Limo und so ein Kram gesagt, im Alltag 22 Zoll ist schon ganz schön mächtig. Und ich glaube, die Felgen haben eine richtig krasse ET gehabt, also die waren richtig weit draußen. Da gibt es nämlich auch ein Video vom Pfeffer oder so, da stecken die Felgen auch auf so ein RS drauf und da schließt das bündig ab. Okay. Und dann wiegt unser noch 2 Tonnen Leergewicht, glaube ich, durch den ganzen Hybrid-Scheiß und durch den Kram. Und da hat man eh übelst struggle mit den Reifen, aber egal. Ihr geht jetzt gleich mal raus, schaut euch das Auto mal an, original. Und ich mache schnell mal in der Werkstatt ein bisschen Ordnung. Das ist der Plan. Hier reingeschnitten. Alter. Alter, das ist ja übelste. Das Geräusch ist geil, oder? Das ist krass. Ab 2021 ist das ein Muss, dass so Elektrofahrzeuge Geräusche machen müssen. Ach so? Ich finde das eigentlich richtig geil. Eine Spinne! Nein! So, ich piek die mir hier, da wäre ich ein Spider-Man, da bin ich der Wayne Johnson und Spider-Man in einer Person. Jetzt muss ich mir Photoshop irgendwas ausdenken. Der Aggregat. Der Aggregat sagt hier nein. Wunderschön, also ich finde dieses Geräusch von dem Elektro-Sound-Modul, finde ich echt irgendwie mega geil. Da hast du gerade gleich mal, weiß ich nicht, ob du es drauf hattest mit, wo ich jetzt hier Gas gegeben habe. Sobald wieder zu viel Gas gibst, macht er gleich den Motor mit an. Der war es mal gleich hier. Der deine 2 Liter Tee ist ihm mit an. Frisch, ich glaube jetzt inzwischen 6.000, 7.000 Kilometer runter, der Kollege. Müssen wir hier gucken, der ist nämlich hier mit Dämpferregelung, der Frosch. Deswegen haben wir uns auch für die Gewindefedern entschieden, die wir hier drüben liegen haben. Es ist mal die günstigste Variante. Okay, bleib ruhig, du bist gleich tief. Ist mal die günstigste Variante von der ganzen Sache. Ganz großes Thema am Anfang war eigentlich sogar Luft in das Fahrzeug zu bauen. Okay? Aber ja, dann müssen wir es halt auch nicht übertreiben, denke ich mal. Wir versuchen das damit, gucken mal, wie tief wir damit kommen. Ich habe ja schon mal einen gebaut. Von einem Kundenauto, der ist auch gut tief geworden, der hat ja noch die originalen Felgen mit Spurplatten drauf bekommen. Dann guck mal, wie fett dieser Arsch ist. Kannst du das hier so aufnehmen, so nach hinten? Aber gut, du hattest da eben schon, gell? Ja. Drauf. Aber kann ich mal so. Das finde ich halt bei einer Limo, wirkt das wesentlich gerade. Wenn du im Rückspiegel guckst, gell, siehst du diesen Arsch. Ich glaube, bei einem Kombi ist das nicht so krass.
Deswegen finde ich die Limo schon echt mega geil. Das war auch im Kofferraum, ich weiß nicht, ob ich reingucken kann. Nur doch, es geht. Halt auch keinen Platz. Geil, das war's. Du hast unten keinen Boden. Hier sind unten drunter die Akkus, die ganzen Batteriedinger. Okay, das ist traurig. Und das ist halt, muss halt aufpassen, dass du hier irgendwo dran stößt, irgendwas dreckig machst. Okay. Ja, ansonsten gibt es ja den nicht mit dieser durchgehenden Lampe. Das wird, glaube ich, erst ab A7. Aber die Leuchten sind halt mega brutal. Das ist halt mega fettes Licht. So, Felgen. Levella FF1, wenn ich mich recht entsinne. Ja. 10,5 mal 21 ET30. Wir sind jetzt übrigens auch Levella Vertriebspartner. Also wer da Lust und Bock hat und Laune hat, ein paar Felgen, kann gerne mal bei uns anfragen. Da gibt es ein paar bessere Preise. Kann ich ein bisschen Nachlass geben, ja, ohne jetzt auf die Kacke hauen zu wollen. Aber das ist optisch ganz cool. Also die Felge sieht auf jeden Fall live geiler aus wie auf den Bildern irgendwie, finde ich. Ja, ich habe auch bei Himutlo auf der Seite, bei Levella auf der Seite, sind auch auf vielen, vielen Autos drauf, wo du dann überlegst, sieht es gut aus, sieht es nicht gut aus. Weil dieselbe Felge gibt es nochmal als Forged hier, die kannst du bauen lassen. Da hat die ein bisschen spitzere Kanten, da sieht das, glaube ich, noch geiler aus. Aber so ist schon, so ist schon voll okay. So, Problematik Reifen. Reifen gab es jetzt zur Auswahl. Am liebsten eine 255, weil es gibt zwei Kollegen, mit denen ich immer sehr gut schreibe auf Instagram. Machen wir mal zwei Bilder rein, übelst coole Dudes. Wir verlinken die mal mit drauf. Der einmal ist ein grauer A6 Limo. Der hat jetzt neue Felgen von Rotiform. Der hat jetzt, glaube ich, Luft drin oder das originale Luft umprogrammieren lassen. Und dann gibt es noch einen roten, den hat er jetzt, glaube ich, erst neu gebaut. Auch hier übelst geil mit dem schwarzen Paket und rot-schwarz, mega fett. Und der hat jetzt die Felgen gekauft von dem grauen. Und der graue hat jetzt neue Felgen bekommen. Zwei richtig krasse Buden liegen, geht, glaube ich, überall ein bisschen viral. Die ganzen zwei Autos kennt, glaube ich, fast jeder. Finde ich echt sexy. Hätte ich natürlich auch gern haben, gell? Das Auto so richtig schön flach ablegen. Aber naja, mal gucken, was die Federn bringen, gell? Die fahren auf jeden Fall alle beide 255, 30, 21. Weil mit denen habe ich auch gedoktert, ob man jetzt 22, 20 oder 21. Die haben beide gesagt, mach 21. Und noch der Kollege aus der Schweiz, da hier Adrian, der hat aber halt einen Kombi und einen 2 Liter. Der hat es eh alles übertrieben, was geht. Ich glaube, der hat einen 12 J oder so, oder 11 J hinten irgendwas drauf, 11,5 J. Ja, ist halt komplett. Der ist halt absolut pervers. Komm mal ein kleines Bildchen, wenn wir jetzt schon mal einmal auf die Kacke hauen. Das ist eine richtig kranke Bude, gell. Mit denen habe ich auch geschrieben, auch übelst cooler Dude. Es ist mega geil, wie die Leute so drauf sind. Das ist echt immer mega, mega fresh. Alle gesagt, mach 21 Zoll drauf, 22 ist halt für den Alltag oder so halt auch zu riesig. Ja. Machst du dann bei einem RS wahrscheinlich. Jetzt haben wir halt wenigstens ein bisschen Stretch drauf und es sieht nicht ganz so übel aus. Gell? Schade ist halt, dass die Friedrichshain doch diese scheiß Schutzkante haben. Obwohl drin stand, dass sie nicht haben, weil ich wollte entweder die nehmen oder die Pirelli, die gab es noch, aber die haben auch so eine Schutzkante dran. Du kannst das ja mit so einem Schäler. Ja, genau. An einem 90.000 Euro Auto mit einem Schäler an über die Reifen. So, und hier haben wir noch für meine Corvette. Wir sind ja hier total, das ist ja wirklich wie ein Lebenslauf, eine Story. Das ist übelst geil, wie wir das machen. Das Auto bauen wir jetzt um. Ganz fix noch, weil wir am Sonntag zum XS Carson Coffee fahren. Der hat eine Anhängerkupplung, ich habe einen Hänger ausgeliehen und wir fahren die Corvette auf den Hänger drauf und dann gibt es, glaube ich, ein richtig krasses Bild. Das Ding ein bisschen tiefer, die Corvette hinten flach auf dem Hänger drauf und wir fahren darüber und mein Audi noch hinterher, mein Schwarzer, zum XS Carson Coffee. Gibt es auch ein Video dann dazu. Das ist doch wichtig, wenn ich sowas schon habe, muss ich das dann nutzen. Ich mache das für so viele andere sämtliche Menschen Werbung und gerne Werbung. Aber ich mache halt auch gerne für uns Werbung. Ich habe auch überlegt, wir hätten die optimieren müssen. Man hätte hier noch so Skalen reinbringen müssen. Alles unter 30 ist low und alles unter 25 ist mega low. Und dann hier Offroad bis richtig, was weiß ich, Überflieger. Alter, ist da wieder Fox? 41,5. 42. 42? Nee, warum? 42. 42. Wir einigen uns vorne und hinten auf 41,5. Ich hatte ihn gerade schon mal leicht hochgehoben. Ich will ja nicht betrügen. Ich glaube, wir müssen die Tore schließen. Meinst du, es wird dann richtig warm? Es wird richtig. Also ich hatte gestern den ganzen Tag unten, da war es ein bisschen angenehmer.
Schlagschrauber. Der ist nämlich zu aggressiv. Was schmeckt dir? Wo ist denn der Schlagschrauber? Hallo. Hallo. Ach, hier. 12 seconds later. Deswegen sagt meine Uhr jeden Tag, Ziel erreicht, weil ich immer 300 Runden hier drin rumrenne. Obwohl ich eigentlich gar nicht so viel laufe. Sagt deine Uhr dir auch immer, dass du atmen musst? Ja. Aber wisst ihr, was wir heute noch machen? Wenn wir jetzt hier die Kamera gerade noch anhaben. Alles, was wir heute austauschen, wiegen wir. Weil hier geht es ja auch immerhin um ein bisschen Sprit sparen. Ich fahre mit dem Auto immer so sparsam wie möglich. Dass wir die ganzen Sachen mal wiegen. Wir wiegen gleich die Felgen. Dann wiegen wir jeweils ein Fahrwerksbauteil, was wir austauschen. Um dann mal zu gucken, wie viel Gewicht packen wir dazu oder wie viel Gewicht nehmen wir weg. Weil ihre 2 Liter auf 100 Kilometer geben sie ja an mit den 19 Zoll oder mit den 20 Zoll Originalrädern. Ich bin da echt mal gespannt, was dabei rumkommt. Alter. 88,7. Hältst du? Oh. Naja, normal. Ja. Ist gut. Ich glaube, die Kamera wiegt aber 10 Kilo, oder? So, was haben wir hier eigentlich? Eine ET43. Eieiei. Das wird auf jeden Fall sportlich. Was haben die anderen nochmal für eine ET? 30. 28,3. Mhm. Steht 28,3 Kilo. Müsst ihr euch notieren, ich merke mir das nicht. Schreibt einfach mit rein. Warte mal, machen wir gleich mit, denke ich. Boah, Alter! Alter, sind die geil. Digga! Wunderschön! Wow. So, warte mal. Ich würde sogar fast sagen, die ist. Ich weiß nicht, es ist schwierig. Es ist echt schwierig. Ja. Ah, ein bisschen mehr. 29,6. Was hat man? 28, hast du es aufgeschrieben? Ihr habt es auch schon aufgeschrieben. Ja, da, die wissen es. 28, noch was waren es? 3 oder so. Naja, ist nicht viel. Also knapp ein Kilo mehr. Obwohl es jetzt das bisschen leichter anfühlt. Also 4 Kilo. Erstmal gucken, nicht, dass wir hier gleich abbrechen können, weil ja irgendwas nicht passt. Hohoho! Das sieht geil aus! Ich freue mich richtig. Das wird so brutal. Das sieht jetzt schon super sexy aus. Gut, okay. Ach doch, das ist geil mit dem Stretch. Ich bin der Meinung, ich habe einen richtigen Reifen gekauft. Ja. Und Abrollumfang ist auch, wir fahren 100, also 1% Abweichung. Ist nur 1%, also ist auch noch im Rahmen. Ich habe ja hier mal so ein bisschen Geld investiert in Spezialwerkzeug. Ich bin so ein übelster Spezialwerkzeugverfechter. Aber ich kaufe halt auch gerne das günstige von eBay, weil es muss nicht immer von HZ sein. Das ist jetzt zum Beispiel von SW Stahl. Funktioniert richtig geil. Große und kleine. Schwingen und hat einen richtigen. Da gibt es noch eine billige Variante. Die geht nicht so weit zusammen. Die habe ich auch schon mal gehabt. Und das geht halt wirklich. Guck mal, wie weit das zusammengeht. Sind, glaube ich, 10 cm oder so. Oder 9. Stand, glaube ich, in der Anleitung. Das machen wir jetzt wieder zwischen. Zwischen Feder hier oben. Dann steckt man das rein. Haben das oben ein. Und dann nehmen wir das untere Stück. Machen das so weit wie möglich nach unten. Hier sieht es gut aus. So, hey, cool. Das steckt. Geht bei echt vielen Fahrzeugen. BMW E91 Hinterachse, BMW
F30 so, habe ich es auch schon gehabt, weil es halt auch echt sehr, sehr dünn ist. Und Audi A6 4F kriegst du die Krise. So nennt sich dieses Set nicht, dass da ein paar Leute fragen, wie das heißt. 120 12L. Nicht, dass ich dann 100 Kommentare habe, ob das nur Honda oder. Ist ja nicht schlimm, wenn so eine Kommentare sind, aber da wisst ihr gleich Bescheid. Können wir gleich wiegen, oder? Ja. Ich hab's mir fast vergessen, siehst du. Du bist gut, okay. Gute Kerl. Okay. 3,25, das wiegt anscheinend nichts. 0,5, okay. Also 3 Kilo und ein bisschen. So, dillalala. Hast du notiert am Bildrand? Ja. Gut. Ha, die Feder wiegt genauso viel. Und ist noch der Versteller dazu, wir sind schwerer. 3,85. Verdammte Axt! Naja, ich denke mal, du rechnest das dann schön alles zusammen am Ende. Ja. Gut. Das wird gibt es einen Taschenrechner. Dafür gibt es einen Taschenrechner, damit ihr dann Bescheid wisst, weil ich habe das jetzt schon nicht mehr auf dem Schirm. Aber wir sind auf jeden Fall kürzer. Das ist unsere Vorspannfeder, die wir dann, denke ich mal, dauerhaft voll zusammenliegen hier. Die ersten zwei Windungen. Das könnte schon gut werden. Was ist denn heute draußen los? Soll ich mal die Corvette rausholen? Ah, ich habe keine Räder dran, schade. Ein Lärm. Hier, es gab wieder gerade Post von meinem Kumpel Dominik Wächter, der in Polen wohnt. Der ist dort auf dem Armeestützpunkt und da kriegt er mal richtig geiles Zeug von den Amis. Ey, guck dir das mal an. Da packt er mal so schöne Sachen rein, weil es bei uns nicht so gibt. Was ist das? Nerds. Nerds. Eigentlich habe ich auch was anderes Schönes. Ich habe nämlich ein bisschen Eistee bestellt. Also Lisa und Flo haben Tapete bestellt, weil die ist in Polen ungefähr 30 Mal günstiger wie bei uns in Deutschland. Und dadurch, dass man überall auf der Welt Menschen kennt, weil ich es wunderschön finde. Dragon Tea. So, und das interessiert mich doch. Geil, ey. Lüften. Ich soll sagen, was mir am besten schmeckt und dann gibt es da meine ganze Stiege. Können wir uns auf jeden Fall besaufen mit Eistee. Geil. Sieht gut aus. Gut aus. Vielen Dank, mein Freund. Das sind jetzt hier Lisa und Flo über Tapete. Das ist jetzt schön, Lisa und Flo. Ich glaube, es ist fürs Kinderzimmer. Dann ist es, glaube ich, schön. Oder bist du Tapetenexperte? Nee. Okay, und ist alles weiß. Ganz auch. Ah, nee, eine Wand ist ein bisschen anders. Betonoptik. Ja, habe ich sogar mitgemacht. Obwohl ich ja eigentlich gar nicht so ein Mensch bin. Ich klatsche das mal schnell in den Kühlschrank, wo wir dann kalten Eistee haben. Das klingt gut. Schön vor die Omme. So mit U. Hinten haben wir zusammen. Hinten gab es weiter keine Probleme, wenn man sich mit dem Werkzeug ein bisschen auseinandersetzt und das ordentlich einsetzt, klappt das auch beim ersten Mal, die Feder ordentlich einzuspannen. Problematik hinten noch, dass die Stoßdämpferanschläge gekürzt werden müssen, oder da sind andere dabei, besser gesagt bei dem Satz. Und dadurch, dass der Wagen Dämpferregelung hat, musst du das oben auspinnen. Machst einen Stecker ab, musst du auspinnen und dann kriegst du erst die Staubkappe ab und das obere Dummlager. Ist ein bisschen tricky. Aber nützt ja nichts. So, und das, was ich euch jetzt zeige, da bin ich immer noch der vollsten Überzeugung, dass die Hersteller, die Fahrzeughersteller, mit den Tunern zusammenarbeiten. Weil man diesen Stoßdämpfer jetzt auf eine Gewindefreigung baut. Das können wir jetzt hier auch nicht sinnvoll einsetzen. Ist ja schon mal so eine Feder von Schädel geflogen. Wirklich? Da war ich bei meiner. Bei einer irgendeiner alten Firma, wo ich mal gearbeitet habe, 2 Wochen und da habe ich einen BMW E91 oder E90 gemacht und da waren solche Federspanner drauf und der hat so eine komische Feder, die ist unten schmal und wird oben dann breiter original.
Und Jonny dachte sich so, ach, keine Zeit, los, den Federspanner umzubauen, zack, zack, machen das rein. Feder zusammen, wischt, Domlager ab, wischt. Und dann hänge ich drüber und wollte es auseinanderziehen, dann ist die Feder nach oben weg. Oh. Also mir kurz unters Auge. Oh. War ich eine Woche blind, aber danach ging wieder alles. Danach war ich wieder super fit. So. Ah, die Kappe ab, genau. Dann machen wir hier mit 22. Hat auf jeden Fall echt wehgetan. Das glaube ich. Und was habe ich gemacht? Ich bin am selben Tag, glaube ich, nee, am Tag danach an die Arbeit gegangen und hatte ein Auge, es war so geschwollen, habe nichts gesehen. So, Problematik ist jetzt, dass das ein Vielzahn ist zum Gegenhalten und da ist dann hier nicht lang genug. Aber warte mal, was ist in der neuen Kiste? In der neuen Kiste habe ich, Alter, die neue Kiste, die wird euch wegflexen. Das ist der Hammer, passt auf. Jetzt habe ich hier mit einem Griff, Scheiße, mit einem Griff, Scheiße. 10er Vielzahn für die kleine Ratsche. Bam! Habe ich noch einen Langzehner Vielzahn? Ich denke nicht. Das ist irgendwie ganz komisch. Oh, doch, warte, hier ist ein 10er M10, der ist auch lang. Vielleicht können wir den auch benutzen. Da ist auch noch eine große Ratsche, die ist aber unterwegs. Die ist im Niemandsland. Im Niemandsland? Auf jeden Fall, Vorderachse ging super fluffig auseinander. Brauche ich nicht zu interessieren, denke ich mal. Ging war echt gut. Selbst Niklas hat gesagt, erst hast du gesagt, oh, ist übelst verwirrend, gell? Ja. So viele Lenker und Dingsi-Dongsis. Aber dann? Und dann waren es doch nur ein paar Schräubchen. Oh, jetzt hier guck ich das an. Beste Werkzeugkiste, das finde ich sehr schön. Zack, zack, baff. So. Das denke ich mal für hinten. Oder passt euch doch hier drauf. So. Das muss ab. Das ist krass, oder? Früher war die untere Federauflage einfach mit dem Stoßdämpfer verschweißt. Heutzutage, Leute, lass mal was bauen, dass wir es auseinandernehmen können, warum auch immer. Na, da können die ganzen Zürner hier, da können die hier die ganzen Ronnies und Kevins und so mit ihren ganzen Dreckbuden tiefer legen. Ist das geil, oder ist das geil? Das ist echt das Geilste überhaupt. Das stimmt. Und das Geile ist, guckt mal, wie kurz dieser Dämpfer eigentlich ist, also der Hub. Das ist eigentlich schon sehr, sehr sportlich, finde ich. Mal gucken. Genau, der kommt nämlich dann hier drauf. So, jetzt haben wir den Kollegen, den wir hier drüber machen. Wir machen es gleich nochmal richtig schön sauber. Nur euch mal zeigen. Und es muss wirklich bis runter richtig einreißen. Das muss dann richtig nach unten knallen. Das muss man richtig sauber machen. Hier ist ja so eine kleine Faust dran, hier drinnen. Ich weiß nicht, ob du das hell genug kriegst, ob ich es nochmal einleuchten soll. Warte, drehen wir noch ein bisschen. Ja, so sieht man es. Ja, die Faust liegt dann hier oben an, hier unten an. Super. Super duper 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 uber. Das passt hier auch schön vorbei. Keine Störgeräusche. So, Feder wollen wir ja lesen. Zack. Geil, wenn wir jetzt eine Vorspannung hätten, dann lasse ich das echt zuerst mal Fressgewinde 0. Nach mir die Sinnflut, das passt ja nicht drüber, oder? So. Oh, geil. Ah, nee, doch, wir müssen ein Stück, müssen wir glaube ich hochdrücken. So, Feder können wir lesen, ist so rum. Vorspannfeder haben wir. Wir haben den wir haben es vergessen. Das Plastiding, gell? Das Plastiding für den Stoßdämpfer. Vielleicht brauchen wir dann doch nicht hochziehen. Nee, das kommt hier unten hin. Nur, so. Nur zum Schutz, dass, wenn das zu weit oben ist, dann hier doch kein Dreck dran kommt. So, jetzt nochmal zusammen. Ich bin schon ein bisschen aufgeregt. Mhm. Ich war schon lange nicht mehr aufgeregt. Ich war das letzte Mal aufgeregt. Weiß ich gar nicht. Zu meiner Gesellenprüfung Teil 4. Gesellenprüfung. Meisterprüfung Teil 4. Da war ich richtig aufgeregt. Das glaubt ihr euch nicht.
weil ich kann eigentlich keine Vorträge halten. Ich konnte früher nicht mal frei reden. Ich kann nicht richtig reden. Krank, wie man sich so weiterentwickelt. Deswegen solltet ihr immer den Weg gehen, den ihr gehen wollt. Und egal, wer was gegen euch sagt oder euch blöde machen will, müsst ihr versuchen, drüber zu stehen. Ich glaube gar nicht, wie viele Leute mir immer irgendwas schreiben und mich versuchen, blöde zu machen. Dann könnte ich bequem 10 Namen aufsagen. So, warte mal, machen wir das gleich mal so, dass es noch Vorspannung hat. Doch zu viel hochdrehen. Der wird schon tief sein, der wird schon tief sein, weil eigentlich hat das Ding richtig Dampf. Und ich habe ja den anderen Audi, den habe ich auch noch richtig hochgedreht. Der war noch im TÜV, im Sollbereich und das sah schon gut aus. Ich denke mal, der wird schon im Keller hängen. Wir haben ja schon mal die Gewindefedern eingebaut bei dem C63 AMG hier von meinem Kumpel, das Coupé. Und das war auch im Keller. Das war richtig im Keller. So, Hülse sitzt unten ordentlich, Decke haben wir drauf, Stoßdämpferanschlag ist drin, Vorsprungfeder sitzt oben, das haben wir festgemacht. Dämpfer hat es natürlich nicht so richtig Ahnung, was er machen soll, weil keine Bestromung dran ist, weil wir die Dämpferregelung haben. Jetzt gehen wir auf die Waage, hätte ich gesagt. Kilogramm! Was sagst du? Weniger. Weniger? Yeah! Genauso viel. Wir haben 6,15 gehabt, wir haben 6,10. Oder? Was 6,15? Scheiße, wir sind nicht mehr. Ey, wir sind so schön doof, ey. Naja, ihr habt ja mitgeschrieben im Video. Jetzt lass mal, wir sind 6,15. Das ist genauso schwer. Naja, ein bisschen leichter. Wir lassen das mal mit genauso schwer. Gut, wir bauen das jetzt noch um und dann stecken wir es rein und dann. Was ist mit dir los? Ich bin raus für heute, ey, das war's. Also, es ist unbeschreiblich krass. Ich erinnere mich erstmal übelst an meine Kindheit. Kennt ihr das noch von früher? Wie geil. Ich wäre gern wieder ein kleines Kind. Aber wir haben es jetzt hingedreht, es passt, so wie es jetzt hier steht. Also, dass mich ein Auto so krass wieder flasht, das ist der Hammer. Ich hätte nie gedacht, dass das so pervers wird. Kannst du euch nur empfehlen, kauft euch ein Auto. Das ist echt brutal. Also, puh. Auch das Gefühl in einem, wenn man ein Auto. Man macht nur Felgen und ein paar Federn rein und diese Freude in einem, das ist krank. Gell? Ja. Wir saßen gerade beide hier und gesagt, das ist einfach pervers. Wir schwenken jetzt mal um. Ja, wir haben jetzt vorne 3 cm hochgedreht, weil die ersten 1,5, die wir hochgemacht haben, haben nichts gebracht, da lag ich immer noch auf. Und jetzt haben wir auf jeden Fall 1,5 cm nochmal weiter hochgedreht und da haben wir jetzt die Höhe. Ich glaube, ich ganz geil, wenn da drinnen sitzt, setze ich noch ein kleines bisschen. Wir fahren gleich mal, machen mal kurz ein kleines Päuschen und dann machen wir mal das Zeitmessgerät rein. Der soll ja 5 Sekunden oder so, 5,4 Sekunden auf 100 fahren. Aber wir rechnen nochmal schnell zusammen. Hier rechts neben mir. Gewicht. Was haben wir zuerst? Felge Original zu neuer Felge. So. Dann Gewicht Feder hinten zu neuer Feder hinten. Und dann Gewicht Feder vorne. Alt und neu. Und dann, wie viel sind wir schwerer? Steht jetzt, denke ich mal, hier. Will ich hoffen. Oder wir stehen, oder stellst du hier hin? Wenn ihr drüben alles vollgeschrieben ist, muss man es hier hinstellen. Mal gucken, wir haben entscheiden. Wie du das machst. Ja. Alles ist übelst geil jetzt eins. Kannst du das selber ausnehmen? Ja. Geile Technik, ey. Oh, das schmeckt übelst geil. Früher. Boah. Gut, wir fahren eine Runde. Ich bin Domi. Wahrlich, hallo. Guten Tag, herzlich willkommen bei Stahlwerks. Wir sind unterwegs im Audi A6 F2 C8 Limousine Hybrid E55 TFSI Turbo bla bla bla. Was weiß ich, was es noch für Bezeichnungen für dieses Fahrzeug gibt. Und wir sind echt schön unterwegs. Es ist schön kalt, gell? Du kriegst voll den Schritt. Schön die Eier gefüllt. Ja, wir haben gerade eben schon mal so ein paar kleine Aufnahmen noch gemacht. Für später. Das sieht so sexy aus. Es ist einfach richtig geil geworden. Ich bin so zufrieden.
Und es fährt sich aktuell mega gut, so wie vorher. Gut, okay, wir haben dieselbe Dämpferregel und dieselbe Sache. Ich habe jetzt nur noch keine Achsenmessung gemacht. Ich will jetzt nochmal einen Tag fahren. Das wird sich dann noch ein bisschen setzen, weil wir haben es jetzt echt knapp vorne. Weil ich muss sogar noch ein Stückchen hochdrehen, weil ich halt nicht möchte, dass irgendwas irgendwo schleift. Okay, das darf es auf jeden Fall nicht machen. Ich muss mal gucken, wir müssen jetzt auf jeden Fall die Tage noch die ganzen Sensoren anpassen lassen, dass das Matrixlicht wieder geht und der Spurhalteassistent und dieser ganze Schnatterer-Datsch. Ja, apropos Google, ich wollte googeln. Ich glaube, dieses Auto fährt 0,105,4 Sekunden. Und wir haben jetzt eine Radmitte vorne von 33,5 und hinten von 34. Wir waren vorher bei 41. Ja. Ja, 41. Also schon für Federn ist das schon völlig okay. Völlig okay. Wir fahren jetzt gleich mal hier rechts. Wir gucken gleich mal, was es dann Dingsi-Dongsi ist. Wir machen das mal schnell die 0,100. So, wir machen mal. Ich filme mal auf. Film mal vor. Sagt er hier 3, 2, 1, ready? Ich guck mal. Oh, fuck! Wie viel? Ich sehe es nicht. 6,055. Geht gut da vorne, gell? Geht gut. Denkst du nicht? Nee. 500 Newtonmeter, die drücken dann schon mal kurz nach hinten. Man hat aber dann gemerkt, so ab 80 so ging dann die elektrische Puste aus. Da hat er dann nur noch mit dem Motor geschoben. Die Klima zieht die Energie. Die Klima müssen wir jetzt gleich ausmachen. Ja. Ansonsten bin ich bis jetzt eigentlich wirklich sehr zufrieden. Es war ein echt cooles Video, hat mega viel Spaß gemacht, dafür, dass ich gestern so spät ins Bett bin. Ja, ist eigentlich ein Low-Budget-Umbau, also vom Fahrwerk her. Da gibt es wahrscheinlich Sachen, die du mehr, da wo du mehr ausgeben kannst. Ja. Aber im Verhältnis zum Auto ist es halt ein Low-Budget. Ja, zum Fahrzeugpreis finde ich eigentlich echt mega nice. Und was dabei rausgekommen ist, also ich hätte nie gedacht, dass die Felgen so ballern. Ich hätte nie gedacht, dass das... Ich gucke in den Rückspiegel und ich sehe das Felgenhorn. Ja, gut. Also hat nichts zu bedeuten, diese Power-Taste. Ich dachte, das Power da hinten hat noch was zu bedeuten. Was wollte ich sagen? Ja, wir haben geguckt. 5,7 Sekunden. Wir sind halt 6 gefahren. Ich denke mal, Wettertoleranz und Beifahrergewichts... Zustand. Wir haben ja vorhin gewogen. Die 7,8R mit dem Corsa? Bisschen fältig. Irgendwann hat gerade versucht zu driften. Im Driftsven. Er kam aus dem Feld gefahren, aber gerade Spuren. Wirklich? Er kam aus dem Feld gefahren, ohne Scheiß. Naja, so ein Offroad-Corsa kann man schon mal übers Feld fahren, gell? Das stimmt. Gut, ihr Lieben. Ich denke mal, wir beenden die ganze Sache jetzt ganz schnell hier und gehen ganz schnell ab an den Carporn, weil dieser Carporn soll mich auch von meiner Couch scheppern. Ich bin sehr gespannt. Ich habe richtig Laune und richtig Bock. Vielen Dank fürs Einschalten. Lasst ein paar Kommentare da, ein paar Herzchen für dieses schöne Fahrzeug. Und ich habe euch lieb. Bis in 2 Wochen.